Recht herzlich willkommen heute zur heutigen Pressekonferenz. Oberliga Baden-Württemberg, es wird wieder Pforzheim, und zwar heute im 1:2. Ich bin mal ein nervenaufreibendes Spiel auch heute gesehen, die zwei unterschiedlichen Halbzeiten, auch unsere rote Karte. Am Ende der glückliche Sieger, unsere Gäste aus Reutlingen. Hierzu möchte ich dem Trainer unserer Gäste, Murat Işık, recht herzlich gratulieren. Viele Grüße, herzlichen Glückwunsch nach Reutlingen. Weiter begrüße ich unseren Trainer Rudi Herzog, dem ich auch gleich das Wort zum heutigen Spiel erteilen möchte. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Über Spiel möchte ich heute gar nicht so viel sagen. Entschuldigen Sie das, weil ich finde, heute gibt es wichtigere Themen, und zwar die ganzen Spielverlegungen. Und das muss einfach mal ausgesprochen werden. Es gibt hier nur Verlierer. Verlierer Nummer 1 ist unser Heiko Schall, der heute nicht beigekommen hat unter der Woche. Da hat 17 Uhr Anstoß. Der von Beginn an gespielt hat, den jungen Spieler, der heute arbeiten muss und nicht spielen kann. Verlierer ist Kickers Pforzheim, da einfach unsere Szene eh gefehlt hat, die hier richtig Stimmung macht. Wäre einfach ein geileres Fußballspiel gewesen von der Stimmung her und natürlich auch die Eintrittsgelder für Kickers Pforzheim. Das andere ist unsere Fans, die uns in jedem Spiel zu 100% unterstützen und die das Spiel boykottieren und zu Recht boykottieren. Und es muss langsam angefangen werden, hier darüber nachzudenken, ob im Amateurbereich solche Spielverlegungen, wie ich finde, völlig haltlos verlegt werden. Wir haben jetzt das dritte Jahr beim SSV Reutlingen, wir sind immer 3-4 Spiele hinterher, weil es immer wieder sinnlose Spielverlegungen gibt. Und ich bitte einfach jetzt mal die Beteiligten an einen Tisch zu sitzen und dieses Thema zu diskutieren. Hier gibt es nur Verlierer. Und sehen Sie es mir nicht nach, dass ich über das Spiel jetzt nicht so viel verliere, weil es ist einfach ein Punkt, es nervt und es ist schade für alle Beteiligten. Euch, liebe Pforzheimer, alles Gute für die Zukunft. Ich war trotzdem in der Hand auf einem Spiel und viel Glück im Zug. Ja, Murat, ich denke, durchaus Worte, die mal angesprochen gehören, auch wir haben ja, wie gesagt, das Problem mit den ganzen Vorkehrungen. Also von dem her, auch aus unserer Seite von den Worten komplette Zustimmung. So, aber jetzt, Rudi, kommen wir zu dir. Von dir entweder auch ein paar Worte zu der Situation und dann natürlich auch zum Spiel, wie hast du es gesehen? Ja gut, es ist tatsächlich so, dass es unglaublich schwierig ist, unter der Woche so ein Spiel abzuhalten. Vorkehrungen etc. Müssen wir hier Urlaub nehmen. Amateurbereich schon schade, dass wir keine andere Lösung finden können. Aber gut, ich möchte jetzt eigentlich zum Spiel kommen. Das sieht so aus, dass wir eigentlich insgesamt, muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, die war nach 80 Minuten oder 82 Minuten, oder 8 Minuten in Unterzahl, hat es sehr, sehr gut gespielt, sind auch 1-0 in Führung gegangen, hätten es 2-0 machen müssen können, durch den Elfmeter. Haben gewusst, dass der Gegner natürlich jetzt in einer schwierigen Situation ist und dass wir da auch gucken können. Dass der Gegner Druck macht, das liegt ganz klar auf der Hand. Wir haben uns zurückgezogen, wir sind gut in der Defensive gestanden. Ja, unglücklich das 2-1 dann in den letzten zwei Spielminuten. Ist natürlich traurig für die Mannschaft, die hat auf jeden Fall verdient gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, dass wir mithalten können in der Oberliga. Und wir sollen uns auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall auf den Sonntag konzentrieren gegen Ulm. Ich hoffe mal, dass wir da mal das Spiel mit 11 Mann beenden können. Und wobei ich da Janis wirklich keinen Vorwurf mache. Also es war für mich kein Foulspiel, schon zweimal eine rote Karte. Aber gut, so ist der Fußball, das ist eine Tatsachenentscheidung, muss man akzeptieren. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Und da dann, wir haben auch schon am Ende der heutigen Pressekonferenz, möchte ich ganz recht herzlich bei Ihnen allen bedanken. Zum einen fürs Kommen, zum anderen fürs Zuhören. Ich wünsche unseren Gästen aus Reutlingen eine gute Nachhause-Reise. Viel Glück in Mannheim, wie gesagt. Rudi auch uns, viel Erfolg gegen Ulm. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Sonntag wieder. Tschüss, euer Manni Wagner.